Moin Moin, ich will euch an einem VW Charan, ein Seat Alhambra, ist ja immer ziemlich identisch aufgebaut. Da will ich euch zeigen, wie ihr die elektrischen Stoßdämpfer an der Heckklappe, also die Gasstoßdämpfer, wie ihr die auswechselt. Und zwar sind die in dem Fall defekt. Ich zeige euch gleich, warum die defekt sind. Man kann natürlich im Vorfeld auch probieren, ob man das über eine Grundeinstellung gängig kriegt, dass die Position dementsprechend wieder gehalten wird. In meinem Fall, die Heckklappe geht immer wieder runter, die fällt immer wieder zusammen. Grundeinstellungsmäßig hat sich da nichts mehr machen lassen, also ist nicht mehr möglich. Die sind wirklich defekt und dementsprechend zeige ich euch, wie ihr die auswechseln könnt. Und ganz wichtig, im Anhang die Fehler dann einmal löschen, da wir die ganze Elektronik ja dementsprechend abstöpseln und auch das Ganze einmal anlernen. So, und zwar öffne ich das Ganze. Und dann bleibt das ja in der bestimmten Position stehen. In meinem Fall, da sie defekt sind, geht die Heckklappe automatisch immer zu. Wie gesagt, mit der Grundeinstellung, das hat alles nicht mehr geholfen. Als Abhilfe konnte ich das Ganze dann immer in einer bestimmten Winkelposition so ungefähr anhalten. Etwas länger gegendrücken und irgendwann mal rastet das Ganze dann doch ein. So dass er die Heckklappe dementsprechend oben hält, aber das ist ja kein Zustand. Von daher will ich euch zeigen, wie ihr das Ganze einmal auswechseln könnt. Und wenn die Heckklappe gleich oben bleibt, dann beginnen wir damit, dass wir die Unterboden bzw. die hintere Verkleidung hier losnehmen. So, um die hintere Verkleidung hier runter zu bekommen, weil hier hinter die Kabellage sitzt, müssen wir Folgendes machen. Wir haben hier eine Schraube, eine 20er Torx drinne, hier eine 20er Torx. Und dann hier hinter, da sitzen nochmal zwei 20er Torx Schrauben, die müssen wir einmal entfernen, also vier Schrauben. Ich beginne damit einmal. So, dann öffnen wir das Fach hier und hier sitzen nochmal zwei Schrauben, die auch einmal bitte raus. So, schraubenmäßig haben wir soweit alles raus. Ich gucke hier nochmal sicherheitshalber rein. Die können einfach so seitlich einmal herausgezogen werden, also nach unten hin. Dann nach hinten so etwas wegziehen. Die sind mit diesen Nasen eingerastet. Dahinter befinden sich jetzt aber keine Schrauben, nur dass das Ganze nicht stört. Und jetzt muss das Ganze ruckartig zu mir runtergezogen werden. Das heißt, die Heckklappe, die muss ich hier gegenhalten und dann ziehen wir das Ganze ruckartig runter, denn hier sind Halteclips, die das Ganze jetzt halten. Natürlich ein bisschen blöd, wenn die Heckklappe jetzt nicht ganz oben stehen bleibt. Ich hoffe, ich kann das Ganze irgendwie filmen, dass man es auch noch sieht, dass ich alles herausbekomme. Ja, das Ganze muss jetzt einfach nur etwas runtergezogen werden. Hier aus dieser Seitenverkleidung nach unten hin raus. Und dann so. Und jetzt habe ich nur noch die Kabellage hier von dem Taster hinten, der mir hier schon entgegenkommt. Ich hoffe, man sieht das jetzt noch. So. Hier einfach die Rastnase reindrücken. Also hier ist eine kleine Rastnase, die innen reingedrückt werden muss, dann kann der Stecker nach hinten entnommen werden. So. Und das wäre es in dem Fall. Ich zeige euch jetzt noch die ganzen Halteclips und ja, dass ihr die einmal gesehen habt. So sieht das Ganze aus. Hier unterhalb die drei. Ja, die hier ist in der Heckklappe hängen geblieben. Hier war auf jeden Fall einer von diesen Rasthaken hier. Die Seiten, die sind wie gesagt einfach nach unten hin rauszuziehen und dasselbe Spiel dann auf der Seite hier, die ganzen Halteclips. Also den einen hier, den hole ich wieder zurück, den setze ich hier einfach wieder zurück und ja, hier unten der Taster, den wir einmal entnehmen müssen und das war's dann. So, als Hinweis, stützt euch das Ganze. Ich habe jetzt einfach eine Trittleiter hier drunter gestellt und das Ganze hier abgestützt, dass mir die Heckklappe jetzt nicht auf den Kopf fallen kann. Und nochmal eine Info zu der Verkleidung. Wenn die hier aus dem
zwei Halterungen nicht losgehen sollte, die könnt ihr dementsprechend genauso solch reinziehen. Da sind auch zwei solche Halteclips. Ich zeige euch das einmal. So, jetzt hat sich das Ganze gelöst. Und dementsprechend könnt ihr das sonst auch komplett einmal runterziehen. Das sind alles nur Halterungen, worin das Ganze gefestigt ist, wie das auch hier an der Heckklappe, an der Verkleidung war. Und so solltet ihr das auf jeden Fall rauskriegen. Das Ganze wird nachher hier wieder eingeschoben und passt. So, jetzt machen wir uns dazu Gange, dass wir den Stoßdämpfer, diesen Gasdruckdämpfer hier aufbauen. Und zwar haben wir hier zwei E-Stecker, die könnt ihr von hier einfach verfolgen. In dem Fall, das wird der hier sein, der ganz dünne, der schwarz-weiße und einmal dieser buntadrige. Die beiden sind das, aber sonst machen wir das so, dass ich euch das von hier aus zeige. Wir können das Ganze einmal hier losnehmen. Ich zoome euch einmal ran. Und zwar haben wir hier so einen Kugelkopf, worüber eine Metallhalteklammer sitzt. Da kann man mit einem Schraubendreher hinter und diese Metallhalterung, diese Feder, einfach seitlich, also vom Gasdruckdämpfer, wegdrücken. Gestaltet sich aber meistens schwer. Von daher empfiehlt es sich eigentlich, dass man hier die 30er Torx-Schraube und da ist noch eine zweite, dass man die hier, hier drinnen, dass man die beiden losschraubt und genauso unten am Gasdruckdämpfer, dass man das genauso losschraubt. Weil wie gesagt, das gestaltet sich hier ganz schwer, dass man das Ganze hier so rauskriegt. Je nachdem, was für einen Bestellsatz man hat, sind diese Halterungen teilweise mit dabei. Wenn die nicht dabei sind, sollten die alten natürlich zurückverbaut werden. Ich probiere es hier nochmal, ob ich das Ganze hier so loskriege. Ist immer gefährlich, wenn man hier abrutscht. Eine Verletzungsgefahr. Ja, die kommt. Also in dem Fall, wenn das funktionieren sollte, könnt ihr die 230er Torx-Schrauben auch drinnen lassen. Dann spart ihr euch das Rausschrauben. Ihr habt gesehen, das ist jetzt hier soweit. Ja, doch. Rausgekommen. So. Und wenn diese Metallfeder nach hinten weggezogen worden ist, kann ich das Ganze vom Kugelkopf runterziehen. Ich mache das jetzt aber so, ich wollte euch das hier oberhalb jetzt nur zeigen. Den setze ich jetzt erstmal zurück und beginne mit dem unteren Bauteil. Hier genau dasselbe Prinzip, nur komme ich hier richtig schlecht bei, in diese Haltefeder. In dem Fall, ich zeige euch das, wie ihr das Ganze auch wirklich mit den Halterungen rauslösen könnt. Ein 30er Torx. Hier unterhalb komme ich leider mit der Knarre nicht mehr bei. An die obere, da komme ich noch bei und kann die dementsprechend ausschrauben. Bei der unteren benötigt ihr wahrscheinlich etwas kürzer, etwas vom kürzeren Werkzeug. Das ist eine 30er Torx, auch in einer kürzeren Variante. Und jetzt kann ich das Ganze hier dann einmal komplett herausschrauben. Also an dieser Stelle ist es auch ganz wichtig, dass wir die ganze Heckklappe schon stützen. Ansonsten, wenn wir das Ganze hier jetzt ausschrauben, dann wird uns das Ganze natürlich auf den Kopf fallen. Und an die obere kommt man besser bei. Jetzt das Ganze einmal etwas festhalten, dass uns das nicht irgendwie entgegenfällt. So, beide Schrauben sind lose. Jetzt, wie gesagt, entweder die 230er Torx-Schrauben hier lösen oder die Feder nach hinten hin wegziehen und dann kann der Gasdämpfer hier dementsprechend nach hinten rausgezogen werden. So, jetzt haben wir das Ganze hier schon mal entriegelt. Jetzt müssen wir als nächstes diese Leiste hier einmal komplett lösen. Ich zeige euch, wie ihr die löst. Und zwar ist das hier unten geklebt. Da gehen wir mit einem Kunststoffkeil einfach hinter oder ganz vorsichtig irgendwie mit einem Schraubendreher einen Putzlappen dazwischen und lösen das Ganze, indem wir das Ganze etwas einfach nach unten hin runterziehen. Das sitzt auch ganz schön fest. Sehr, sehr fest in dem Fall. Dann gehe ich anders vor und zwar sind hier Halteclips, die seitlich reingeklippt sind. Die müssen wir lösen, indem wir das Ganze zu uns rausziehen. Also das Ganze etwas rausziehen und wie gesagt seitlich herausziehen. Und jetzt haben wir noch die Klebefläche,
Jetzt geht's eigentlich einfacher, ohne dass ich das Ganze irgendwie kaputt breche. So. So haben wir das Ganze gelöst. Also hier die Klebefläche, hier die Halteclips, die hier einfach zwischen Heckscheibe und der Metallhalterung sitzen. Und hier ist das Ganze einfach nur durch diesen Gummipoppen hier etwas eingebrockt. Das hätten wir jetzt soweit. Ich ziehe das immer so irgendwie nach innen weg. Und jetzt verfolgen wir die Kabellage, die hier reingeht. Das sind ja die zwei vom Gasdruckdämpfer und dementsprechend von Leiste hier. Die gehen hier rein. Und ja, hier sind sie einmal in einer Halterung. Ich zeige euch das. So. Die beiden sind das. Merkt euch, wie die verlaufen. Hier unterhalb, dann in diese Halterung, da können die herausgeholt werden. Und der ist es. Ich zoome euch jetzt einmal ran, dass ich euch zeige, wie ihr die Stecker zu entfernen habt. Denn hier ist keine Rastnase oder sonst was. Und da guckt man ganz gerne mal, ja, wie kriege ich den Stecker los. In dem Fall wird der Stecker einfach nur, also der schwarz-weiße, den packe ich hier hinten. Und da habe ich hier eine kleine Rastnase. Ich zeige euch gleich nochmal von dichter. Die hält das Ganze. Das heißt, der Stecker kann einfach nach rechts mit etwas Kraft herausgezogen werden. So. Und diese Rastnase, die greift hier. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt auf dem Video erkennen wird. Hier diese Metallnase greift hier in diese Öffnung. So. Und bei dem Stecker ist das so, dass ich hier innen drin eine kleine Rastnase habe. Die muss ich einmal eindrücken, eventuell sonst mit einem Schraubendreher hier seitlich. Dann kann der Stecker nach hinten entnommen werden. Also hier innen drin ist die Rastnase, die muss reingedrückt werden und dann das Ganze nach hinten. Jetzt können wir die Kabellage nach hinten entfernen. Das Ganze muss hier jetzt nur noch herausgefädelt werden. Einmal zur Verdeutlichung, wenn man auch die Schrauben hier gesehen hat, die zwei Schrauben oder das Ganze hier lösen. Hier ist das Ganze eingeproppt. Noch unterhalb, da saß der Halter und die Kabel gingen hier durch die Bohrung, kamen hier heraus in diese Halterung und hier sind die Gegenstecker. Auch den alten Gasdruckdämpfer zeige ich euch. Die zwei Schrauben von der oberen Halterung. Unten habe ich den ausklammern können. Und so baut ihr das Ganze aus. Hier einmal die Haltenasen, die hinter die Heckscheibe greifen. Und hier die Klebefläche, die man lösen muss. So, jetzt demontieren wir das Ganze, denn diese Kunststoff Schiene, die wird wieder zurückverbaut und ja, der Gasdruckdämpfer inklusive der Stromleitung, die kommen weg, beziehungsweise das dünne Kabel, das wird weiterhin gebraucht, das ist hier mit drin, ja, verankert und das fummeln wir jetzt einmal auseinander. So, ich hoffe, ich kann euch das mal zeigen mit der Halteklammer. Und zwar gehe ich hier mit dem Schraubendreher zwischen, natürlich so, dass ich mir das Ganze nicht in die Hand ramme. Hier hinter und hebel das Ganze nach oben hin auf. Genau das meinte ich. Könnte auch schief gehen. Von daher empfehle ich das immer abzuschrauben. Im ausgebauten Zustand geht es wesentlich einfacher. Passiert ganz schnell, dass man irgendwo an den Lack gerät. Und die muss einfach nur nach oben hin hochgezogen werden. Die bricht auch in einigen Fällen. Die ist bei den neuen Dämpfern immer mit dabei. Vielleicht kriege ich den Halter auch jetzt schon runter. Ne, noch nicht. Die Halteklammer und jetzt kann ich das Ganze so mitnehmen. Dieser Halter, der kommt dementsprechend hier dran, aber ich empfehle den immer erstmal an das Fahrzeug zu schrauben und der wird hier einfach einmal drauf geklippt und der rastet dann so ein. Den legen wir hier schon mal zu den neuen. Genau, bei den neuen Dämpfern immer darauf achten, dass das identisch ist. Von der Formhöhe, also von der Länge ist das identisch und auch von dem Anschluss. Auch hier gibt es eventuell Stecker, die dann nicht identisch sind. Dementsprechend könnt ihr die nicht verbauen. Genau.
So, einmal der neue zur Seite. Was ich hier jetzt machen muss, ich muss das Ganze hier einmal herauskippen. Und zwar habe ich hier diese Führung, einfach alles nach da einen raus drücken. So, als nächstes habe ich hier dieses dünne Kabel, das schwarz-weiße. Das muss hier einfach aus dieser Halteführung herausgezogen werden zu der Seite. Also so sitzt das ja drinnen. Das Ganze ziehe ich nach hier raus. Denn das hier müssen wir weiterhin mitverwenden. So. Und dementsprechend kann der Stoßdämpfer mit dem Kabel hier gezogen werden. So, jetzt der neue Stoßdämpfer. Merkt euch, wie ihr das ausgefädelt habt. Ich habe das Ganze von hier jetzt rausgezogen. Dementsprechend kommt das Ganze hier neu eingefädelt. So. Und dieses dünne Kabel, das kommt jetzt durch diese Öffnung. Die Öffnung, die ist teilweise anders. Manchmal ist, ich zeige euch das nochmal hier an dem alten, manchmal ist das hier etwas runder und größer. In dem Fall ist das Ganze aus weichem Gummi. Das kann sich in die Weite ziehen. Dementsprechend das Ganze hier durchführen, bis wir an diese Verbreiterung hier gelangen, bis die hier in diese kleine Öffnung gelangt. So, also das Ganze hier einsetzen. Beide Kabel durch die Öffnung. Und wir müssen gerade gucken, wie das montiert wird. Stoßdämpfer, der kommt so dran. Setzen wir das so, dass das dünnere Kabel Richtung Fahrzeug zeigt und das dickere Kabel nach oben hin. So war das auch verbaut. Das Ganze hier jetzt einsetzen und ja, das Ganze kann natürlich hier von der Länge etwas nachgezogen werden, so wie man es gerade braucht. Und dieses dünne Kabel bis zu dieser Verdickung einfädeln. So sieht das Ganze schon mal ganz gut aus. So setze ich das jetzt wieder zurück und schließe dementsprechend alles an. So, wie gesagt, ich empfehle immer erst den Halter hier unten anzuschrauben. Dementsprechend kann der Dämpfer dann hier im Anschluss drauf gedrückt werden. So, das Ganze einfach handfest, so dass es euch nicht irgendwann mal abfällt, aber auch nicht abreißen. Jetzt den Dämpfer zurücksetzen. Also zuallererst die beiden Stecker hier durch. Einmal durch die Bohrung und hier hinterhalb durch die Bohrung wieder raus. Und dass es uns nicht so stört, hängen wir den oberen hier schon mal ein. Also einfach eindrücken. Das Ganze hat gerasselt. Hängt ja von sich aus schon und wir können das in aller Ruhe hier bequem einfädeln. So, jetzt bin ich soweit. Die Kabel sind soweit durch. Die könnte ich hier jetzt auch eigentlich schon anschließen. Mache ich in dem Fall auch. Pass nur einmal drauf. Die Rastnase nach unten hin zeigen. In dem Fall einrasten lassen. Und den Fehler gemacht. Ist nicht so gravierend, aber ich muss hier eigentlich drunter. Das mache ich jetzt auch, dass das Ganze wirklich vernünftig verbaut ist. So, hier hinter. Auch hier hinter. In die Halteführung hier. Und bei dem dünnen Stecker ist das so, die silberne Haltenase, diese Rastnase, dementsprechend die Öffnung wieder positionieren und einfach einführen, bis er einrasselt. Das Ganze setzen wir hier wieder zu. Als nächstes kann ich hier diese Halterung dementsprechend wieder positionieren. Das Ganze passt nur einmal von der Form hier, von der Rundung. Und dementsprechend habe ich hier einmal einen Versatz und der muss genau hier hin gelangen.
So, das Ganze dann einmal eindrücken. So. Und hier jetzt das Ganze nur noch einfädeln. Ja, und bevor ich da groß weitermache, dieses dickere Kabel, das kommt hier hinter, das ist so eine Halteführung. Das soll hier auch wirklich in so einem kleinen Halbkreis sein oder in dieser Rundung, damit das Ganze nicht irgendwie beim Auf- und Zumachen irgendwo schabt, gegenkommt etc. So, das Ganze drücke ich hier jetzt ein und durch diesen Gummiproppen wird das Ganze hier auch etwas fixiert. Ruhig nochmal mit einem Schraubendreher irgendwie nachhelfen. So, das kleine Kabelchen, das muss eigentlich etwas durchgezogen werden. So sieht das jetzt ganz gut aus. Das Ganze sitzt. Und als nächstes kann der Gasdruckdämpfer hier unten einfach draufgesetzt werden. Dazu muss höchstwahrscheinlich die Heckklappe immer etwas angehoben werden. Und dann einfach das Ganze einmal eindrücken. Ja. Oben ist es drin, unten ist es drin. Der Proppen ist drin, die Leiste ist komplett drin. Hier unten das Ganze nochmal an der Klebefläche nachdrücken. Ich klebe das auch nie neu oder so. Der Kleber, der da drauf war, der haftet auf jeden Fall immer noch. So, Kabellage reibt nirgendwo, kommt nirgendwo irgendwie schädlich dran. Ist angeschlossen. Das wäre es vom Austausch. Die andere Seite ist dementsprechend identisch. Muss ich euch nicht zeigen, 1:1. Ja, immer erst den einen wechseln, dann könnt ihr eventuell bei dem anderen nochmal nachschauen, wie das verläuft etc. Und ja, ich kann in meinem Fall, weil ich beide jetzt schon gewechselt habe, das Ganze komplett zubauen und ja, eigentlich im umgekehrten Ablauf, wie wir das Ganze demontiert haben. Ich zeige euch das Ganze dennoch. So, bevor wir das Ganze zurückmontieren, achtet darauf, dass diese Halteklammern überall wieder in der Position sind. Ich habe bei mir jetzt alle drin und dementsprechend muss das Ganze mit dieser Seite und auf der anderen Seite hier einmal eingeführt werden. Hier sind, ich weiß nicht, ob man das sehen wird, hier die Öffnung und dementsprechend hier diese Führungsnasen, die sollten da rein und dann erst wird das Ganze angedrückt. Beide Seiten soweit eingeführt sind, dann haben wir hier einmal so einen Führungsstift. Der muss hier einfach in die Öffnung und dementsprechend hier hinter ist diese Metallhalterung. Die beide einmal einführen, vorher aber hier genau den Stecker raussetzen und einmal direkt anschließen. Einrasten lassen, das kann ich hier nur eindrücken. So. Jetzt hier in die Position einsetzen. Und dann drücke ich das Ganze hier schon mal ein. Dementsprechend hier auf der anderen Seite genau dasselbe. Und ja, wenn die zwei Ecken gepackt haben, dann sollten die anderen Haltenasen dementsprechend in der Position stehen, dass wir das alles nur noch eindrücken können. Ja, die Seiten dementsprechend auch einrasten lassen. So, das wird es gewesen sein. Und jetzt kommen die vier Schrauben, einmal hier zwei, einmal da zwei zurück und dann die Blenden wieder zurück. Und die dementsprechend hier einmal erst so einführen und gleichmäßig dann hochdrücken. Somit hätten wir alles wieder verbaut, es ist alles wieder fest und damit wären wir an dem Punkt fertig. So, ich habe das Ganze jetzt noch nicht von der Grundeinstellung angelernt.
Es funktioniert auch ohne. Ich zeige euch das einmal. Also das Schließen funktioniert jetzt. Und das Öffnen, dann muss der eigentlich oben bleiben. Der ist mir ja vorhin immer runtergefallen. Also auch ohne Diagnosegerät seid ihr soweit schon mal gut unterwegs. Ich würde das Ganze trotzdem jetzt noch vom Fehlerspeicher einmal löschen, dass die Fehler alle raus sind durch das Abstecken der Kabel. Einmal die Grundstellung durchführen und ja, dementsprechend war es das eigentlich. Ein Punkt, der vielleicht bei vielen noch unbekannt ist, wenn euch das von der Höhe nicht ausreichend ist oder zu hoch ist, ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze einfach mittendrin zu stoppen. Und wenn ihr auf die Öffnungstaste etwas länger gedrückt haltet, habt ihr gehört, dass er einmal ein Signal von sich gibt. Dementsprechend hat er jetzt diese Position gespeichert. Und wenn er jetzt hochfährt, bleibt er an dieser Stelle auch stehen. Also für alle, die etwas kleiner sind, die immer Schwierigkeiten haben, an den Schalter zu kommen, so könnt ihr das Ganze einleeren. Wenn ihr das Ganze jetzt doch wieder in einer anderen Position haben wollt, dementsprechend das Ganze von Hand einmal wieder ganz nach oben drücken. So, und das Ganze nochmal wiederholen, etwas länger gedrückt halten. Man hat ja wieder die obere Stellung angelernt. Ja, das war's an dieser Stelle. Jetzt einmal, wie gesagt, Fehler auslesen. Grundeinstellung zeige ich euch auch. Wenn ihr Interesse dran habt, bleibt noch weiterhin am Video bei. So, um die Heckklappe anzulernen, gehe ich einmal auf den Autoscan. Wenn ich hier auf die Steuergeräteauswahl manuell drauf gehe, ja, dann habe ich hier den Punkt Heckklappe nirgendwo zu finden. Von daher empfehle ich immer auf den Autoscan zu gehen. Dann starte ich das Ganze, der erkennt das Auto ja automatisch. Ansonsten muss man das einmal manuell hier eingeben. Und ja, das Ganze dauert jetzt einige Minuten. Der läuft alle Steuergeräte durch, fragt alle Steuergeräte einmal aus. Und gleich können wir in das Heckklappensteuergerät gehen und das Ganze einmal von den Grundeinstellungen anlernen. So, mit dem Fehlerspeicher auslesen sind wir soweit durch. Jetzt scrolle ich einmal komplett runter. Und hier habe ich unter 6D die Heckklappe. Der Status ist in Ordnung. Da wird er meistens einen Fehler haben, weil man die Kabel ab hatte. Dann geht ihr auf Fehler löschen. Ich habe jetzt leider keinen Eintrag gerade da. So. Und dann auf die Grundeinstellung. Hier haben wir einige Funktionen. Und zwar können wir den Klappenöffnungswinkel anlernen und die Fahrzeugneigung zur Nulllage anlernen. Hier gehen wir auf den Klappenöffnungswinkel anlernen und starten das Ganze. Ja, das Ganze lassen wir jetzt etwas laufen und dementsprechend sollte er das jetzt eigentlich anlernen. Ich öffne jetzt einmal die Heckklappe. Akustisch vernehmen wir das Ganze. So, die Heckklappe ist jetzt komplett geöffnet und jetzt, ja, lasse ich die einmal wieder schließen. Ja, und somit haben wir das Ganze angelernt. Das Ganze ist als abgeschlossen. Wir können dementsprechend hier jetzt einfach zurückgehen und damit haben wir die Heckklappe ja einmal neu angelernt und dementsprechend sind wir damit durch. Ja, hiermit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, hat euch geholfen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal, unterstützt meine Arbeit. Ansonsten eine gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Ciao.